Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge World of Tanks mit der Folge 49. Das habe ich mir vorher 10-mal vorgebetet. Jetzt schauen wir mal Hat eben, wo die. Tatsächlich? Ja, doch. Da ist die Dana mit ihrem Panzer 4. Ich bin mit was Britischem unterwegs. Ich werde das mit Sicherheit falsch aussprechen. Das Ding heißt Covenanter oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein hübscher T4-Panzer. Vorher habe ich den Cruiser MK4 gefahren. Der ist jetzt mittlerweile Elite-Status. Will die Serie hier nicht unbedingt bis Tier 6 oder Tier 7 verfolgen, aber mich hat das schon mal ein bisschen gereizt, mit einem Selbstlader durch die Gegend zu fahren. So, die gute Dana ist wieder mit dabei, nachdem sie gestern etwas unpässlich gewesen ist. Mögen wir es verzeihen oder auch nicht. Böse Kommentare bitte in die Kommentare. Jetzt lasse ich sie auch mal zu Wort kommen, genau. Ja, bei denen, die deswegen böse Kommentare hinterlassen, komme ich dann persönlich vorbei. Das diskutieren wir dann aus. Ich schreibe den ersten bösen Kommentar dann. Du weißt ja warum. Hörst du auf, mich hier anzubumsen? Du bist mir in die Linie gefahren, das hatten wir doch schon mal das du Thema. Du bist nach links ausgewichen, obwohl ich da gefahren bin. Mhm. Ist gut. Guck mal, da ist ein Gegenpart von dir. Ja. Und werden jetzt kaputt geschossen? Ich weiß nicht. Ich habe keinen einzigen Schuss auf den abgegeben. Aha. KV-1S. Wollte gerade sagen, der KV-1S war's. Wo steht der denn? Guck mal, da hinten steht eine Hummel. Möge die Jagd beginnen. Ah, oh, und da rechts stehen auch jede Menge. Ach du Scheiße, und vor mir auch. Selbstmordkommando, da ist noch eine Birch, ich will die Art hier haben. Da kommst du nicht durch. Ah, ne, ja. Hey, aber der VK-3001H schießt mit Goldmuni. Ja, das mag ja alles sein, aber das war gerade das pure Selbstmordkommando. Ja, und? Lass mich doch. Ja. Arti jagen macht besoffen doppelt so viel Spaß. Ja, blöd, dass wir nichts gesoffen haben, wa? Naja, das kommt noch dazu. Mhm. Tja. Jetzt suche ich mir mal einen raus, den wir mal so ein bisschen beobachten können. Nehmen wir mal die Hellcat. Die Hellkarte? Ja. Welche von den beiden? One-Chan oder keine Ahnung. One-Chan? Ja. Auch die ist am Campen. Ja, super! Eine campende Hellcat. Nehmen wir vielleicht doch eher den Dieter. Dieter. Geh mal auf den Dieter. Vom 504er Bataillon, Platoon, wie auch immer. Ja, der fährt wenigstens. Ja, der macht was, ne? Da ist ein bisschen Action dahinter. Ja, der fährt durchs Haus. Ja, hat halt. Ist halt eine zerstörerische Miezekatze. Kollateralschaden. Hellcat, ne? Au. So, was macht er jetzt? Er schießt und trifft. Yeah! Besser als wir. Wollt jetzt nichts sagen? Nee. Du hast mich eben über den Haufen geschossen, ja? Ich hatte das vorhin schon, das ist schon gefühlte 10 Gefechte her, das zählt schon gar nicht. Ja, mehr. Aber das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Ich stehe nichts an in der Prärie und krieg von hinten einen verdonnert, aber so richtig. Du bist eh mit dem nächsten Schuss vom Gegner weg gewesen, so was beschwerst du. Ach, meinst du, du hast mich von meinem Leiden erlöst, ja? Ein Gnadenschuss oder was, ne? Ja, so ungefähr. Warte bis zum nächsten Gefecht, ey. Ich will keinen Zwang an. Aber wenn man sich mal anschaut, dieser One-Chan von Saki, der hat auch schon 14.000 Gefechte auf seinem Konto. Hat auch eigentlich sehr gute Stats da stehen. Nicht so schlecht, der Knecht. Er hat jetzt schon 2 Abschüsse gemacht. Auch da ist jemand müde. Oh, ja, und lass mich. Ja, und dann beim Gegner im Team ist einer mit 28.000 und einer mit 23.000. Naja. Ja. Aber wenn ich bedenke, dass ich auch schon knapp 2000 habe mittlerweile. Dann darfst du eigentlich auch nicht meckern, ne? Nö, ich bin ruhig.
Tja, Dieter, machst du denn auch da? Du stehst ja auch mitten in der Prärie. Wie auf dem Präsentierteller. Ja. Dieter, fahr mal einen Schritt rückwärts. Der Dieter war gerade gekettet, jetzt lassen doch. Ja. Arme Dietersche. Was meinst du, ist der Dieter von 1945 oder ist Dieter 45, als er einen Account gestellt hat? Eigentlich würde ich ja sagen, er ist von 1945. Dann wäre er aber schon ein bisschen älter. Ja, man, ja, hast recht. Also, dann wird er wahrscheinlich 45 gewesen sein. Oder auch nicht. Ne? Der Dieter wird böse, der war da drum. Ja, ich sehe es. Der will den letzten Kill. Ja, genau. Da, schau an. Da war die Arti schneller. Ja, so ist es. So, im nächsten Gefecht aber bitte wieder kein Kamikaze. Ja, ich meine, ich habe ja selber Kamikaze gerade gespielt. Eben. Ich hab's nur dir nachgetan. Und dafür werden wir auch noch belohnt, du. Mhm. Ganze 224 Forschungspunkte. Das müsste für meine neuen Ketten reichen. Musst du gleich mal nachgucken. Da bin ja schon dabei. Okay, da war ja mal kurz was anderes nach. So, Motor oder Ketten? Nee, Ketten, weil dann kann ich die andere Kanone einbauen. Und zwar da oben die. Erstmal Ketten kaufen. Das tun wir. Nee, nicht technische Daten, aber dann kann ich die auch mal eben zeigen. Ja, 40 mm. 4 Granaten im Magazin. 0,4 Sekunden Dauer fürs Nachladen einer Granate. So, so. Wir werden das Ding einfach mal ausprobieren. Aber jetzt ans Einbauen. So, zack, drauf das Ding. Bereit machen zum Gefecht. Sekunde, 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 Sekunde. 100 Sekunde. Das Ding sieht immer noch aus wie ein Luftgewehr, aber okay. Ah, na ja. Halt nur ein Viererpanzer, ne? Ja, ist wohl wahr. Oh, El Hallo. Wir machen diesmal keine Pause, keinen Break dazwischen. Ihr seid live dabei. Die nächste Runde geht rückwärts. Bitte jetzt wieder zusteigen. ja. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Ich hätte weniger Kaffee trinken sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Links oder rechts rum oder wie auch immer. Ich richte mich doch nach dir. Du stehst übrigens vor mir. Tue ich das? Ich habe doch noch eine Rechnung mit dir offen. Ach doch. Tu das doch, tu das doch. Ach, du sprichst davon, ich soll's tun, du fährst mir davon, so, so. Na ja, komm doch her, na komm, Großer, jetzt fährst du vorbei. Ja klar. Erst heiß machen, dann stehen lassen, oder was? Ja, so sind wir Männer. Da schießt doch schon wieder irgendeiner, da kommt wieder so ein kleiner Blitzer. Kleines Knirrviech. Nee, aber kein Panzer 1C, sondern hier Panzer 2, 3A. Aber die sind auch verdammt schnell. Den hast du ja auch lang genug gefahren. Oh, was denn? Und ein Panzer 1G, keine Ahnung. Aha, das sind ja jede Menge, das ist ein Nest. Ja. Dem ist definitiv so. Wo bist denn du Menge schon wieder? Wo du schon wieder bist. Ich bin hier hinter einem Stein. Bin ich ganz gemütlich. Aber in meine Richtung kommt die. Ach doch, da. Ich glaube, der 3A will baden gehen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich sehe hier nur jede Menge Panzer von uns platzen, aber auf gegnerischer Seite nicht. Wieso ist doch gerade einer geplatzt, der 3A? Ja, einer. Mach dir das. So, so. Muss noch mit dem Finger drauf zeigen. Ich war's, ich war's. Ich war's, ich war's, ich war's. Da, guck!
Oh, ich habe gerade vor mir in den Boden geschossen. Das war sehr intelligent. Das habe ich ja gerade nachgemacht. Gut gemacht. Mhm. Ich habe mich mit zwei Panzern gleichzeitig angelegt und jetzt hatte ich gerade ein furchtbares Leck. Was sind denn das für Krüppelkisten, ey? Panzer 2G. Ja. T3. Verstehe ich ja nun mal gar nicht gerade. Ich habe gerade auch wieder von drei Seiten auf die Visage bekommen. Ach so, du wolltest nicht sagen aufs Fressbrett. Nee. Naja. Ja, ich habe ein anderes Wort dafür gesucht. Visage. Aber um noch was schnell nachzuschieben, nachdem bei uns eh nur noch einer steht, zum Panzer 4. Es war das meistgebaute Fahrzeug der Wehrmacht. Wurde ab 1942 mit langem Geschütz gebaut. Und insgesamt wurden von Oktober 1937 bis 1945 8519 Kampfpanzer und Befehlspanzer davon gebaut. Von dem hässlichen Ding? Ja. Ich meine, jetzt sieht er ja nach einigermaßen wie ein Panzer aus, aber wenn der andere Turm da drauf ist, mit diesen zusätzlichen Panzerplatten, das ist einfach nur furchtbar, das sei. Ja, rein von der Optik her natürlich gesehen. Ne? Ja, natürlich, natürlich. Also deswegen würde ich den nie mit dem anderen Turm ausstatten oder halt direkt zum nächsten Panzer gehen. Es ist schlimm. Ja, ich werde es dann sehen, wie gesagt, ich muss dann noch schauen, wie ich den weiter forsche. Es ist so schön ruhig geworden, ich sehe nur noch einen M8A1 von uns. Ja, sag ich doch, und der ist halt irgendwo hintenrum unterwegs. Hintenrum, lass mal jetzt mal so stehen. Ja, was denn? Ist doch so, der fährt auf der Einserachse hoch. Ja, der fährt auf den Todeshügel da hinten. Ja. Wenn du viele Heavys dabei hast, dann treffen sich die Heavys immer da und treten sich gegenseitig in die Nüsse. Guck mal, da ist gerade einer versunken. Ein 2G. Wollte baden gehen. Was denn ist doch wahr? Steht doch da! Ja, ich hab's gelesen. Versunken. Ja. Ist die Frage, wo der wieder langgefahren ist. Ich verstehe sowieso nicht Panzer 2G. Habe ich da irgendwann mal was übersehen oder so? Mir kommt der auch überhaupt nicht bekannt vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Nö, die Kiste sagt mir überhaupt nichts. Na, jetzt schießt doch wenigstens die Knalltüte da noch ab, komm. Fratellino, von DSI, komm, fahre mal nach vorne. Ich entschuldige mich jetzt schon bei den italienischen Zuschauern, tut mir leid. Aber. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass er sich jetzt einfach verschanzt und wartet, bis es vorbei ist. Na, schlau genug wird er sein mit 17.000 Gefechten. Hm. Warum soll er die Reparaturkosten noch zahlen für seinen Panzer? Ja, ich glaube natürlich. Ich habe 37 Treffer erhalten. Ich bekomme bestimmt schon wieder irgendwie hier so bla, hast du nicht gesehen, Abzeichen. Das kann durchaus möglich sein. Aber keiner mit Goldmunition diesmal. Nö, ne, stimmt. Das war richtig langweilig, keinen zum Flamen. Und ja, liebe Zuschauer, ich hasse es, wenn man mit Goldmunition auf mich schießt. Vor allem in so niedrigstufigen Bereichen. Ja, und dann am besten noch mit so einem Maschinengewehrpistölchen, ne? Ja, da schauen wir mal, ne? Vielleicht haben wir ja auch gar keinen Orden gekriegt. Also wie der eine vorhin in dem Gefecht, der 25 mal geballert hat mit Goldmunition, ne? Ja, ist ja nicht teuer. Nö. Nee, ich hab noch nicht mal ein Abzeichen bekommen. Oh. Loser, Loser. Armes Tuk-Tuk. Ja, Teamauswertung, naja. Unteres Drittel. Das Latemnia, Ratana, ne? Das ist auf fünfter Position, ne? Ja. Und du hast ja auch einen Panzer abgeschossen. Ja, stimmt. Ja, ihr Lieben, eine durchkommentierte Folge gibt's von uns auch selten, aber es tat mal Not, ne? Nachdem wir Dana ja gestern schon nicht gehört haben, konnten wir heute nicht auf sie verzichten. Das Gewinnspiel läuft immer noch. Ich packe euch den Link nochmal in die Videobeschreibung mit rein. Und das Übliche darf Dana jetzt heute erzählen mit so Däumchen hoch und Däumchen runter und so. Ja, das Übliche. Daumen hoch, Daumen runter, Lob und Kritik bitte in die Kommentare. Abonnieren wäre auch ganz nett.
Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe garantiert irgendwas vergessen. Ja, das Schlusswort. Das Schlusswort der Panzer 1G ist ein Tier 3 Panzer. Im deutschen Forschungsbaum kommt noch ein Panzer 2. Habe ich gerade noch nachgeguckt. Und warum In habe ich diesem dieses. Sinne. Warum ist jetzt. Da muss ich auch mal eben reingucken. Warum habe ich dieses hässliche Ding noch nie gesehen? Es nicht. Wahrscheinlich, weil da keiner in die Richtung forscht. Ich habe keine Ahnung. Der Deutscher kommt Forschungsbaum. Tatsächlich. Panzer nach dem Panzer 2G. 2. Genau. Ja, gut, okay. Ja. Also auf jeden Fall in diesem Sinne mit diesem mit dieser tollen Information über diesen tollen Panzer verabschieden wir uns heute und wünschen einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Die übrigens ein Jagdpanzer-Special werden wird. Ah ja, ist voll gepufft. Jetzt haben wir die ganze Verabschiedung schon durch und dann fangen wir wieder von vorne mit was Neuem an, ne? Ja, das wollten wir bloß am Ende nochmal reinschmeißen, ne? Hallo und willkommen zur World of Tanks Folge 50. Heute machen wir das Jagdpanzer-Special. Wir werden mit dem Ist erst Sturmgeschütz. morgen, das ist Achso, morgen, ja, ist morgen. bin ja schon ruhig. Also, bis dann, tschüss. Tschüss.